Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction-Folge von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 5. Zusammen mit Kurga. Und Utwin. Und Utwin. Und es geht weiter mit Folge 8. Keine Zeit zum Luftholen. Im Westen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen alle, worauf das hinausläuft, was die Titel angeht. Hat die Karte auch ein bisschen verdient. Ja. So, wie das auch so schön dabei steht, so im Westen. Und dann, ja. Kann's losgehen? Schauen wir mal, was Kurga aus der hoffnungslosen Situation gemacht hat, die er sich selbst zurückgelassen hat und mir. Und ja, kann losgehen. Ach, bei Kurga sind wir auf dem Kanal. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Zwei Kerle, eine Karte. Staffel 5.2, hier mit mir, dem Kurga. Und Utwin hat mir seinen Safe gegeben. Das ist der hier, der Safe 5.2 Spielstand 2. Gucken wir uns das mal an, gehen wir einfach mal rein. Tja. Ui, okay. Und guck mal da, Digga. Lecker, Schmecker, klein und rund. Diese Truppe penetriert meinen Mund. Kann man so sagen. Es ist alles zerstört. Das sieht ziemlich schlecht aus. Wie ist der Missionsfortschritt? Boah, ein Viertel haben wir geschafft. Boah, also das... Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich denke, wir werden das neu starten müssen. Aber ich will es versuchen. Okay, Zeit... Achso, habe ich 60er Spieltango? Ja. Zeit läuft ab. Jetzt. Ich meine, viel kann ich jetzt erstmal gerade nicht machen, also... Oh, jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja. Ja, so wütend auf den Turm eingeschlagen haben, weil keine Bogenschützen da waren. Ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr lang, ne? Ja, ich glaube, jetzt kann man da nicht mehr lang. Oh. Jo. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, das Tor bricht zusammen, die Baumeister sitzen auf ihren Baumstämmen und die Pikeniere so. Ja, und jetzt? Gut, dann gehen wir jetzt mal. Okay, ciao. Ja, ich denke, ich werde es neu starten. Ich glaube, das ist hier nicht so sinnvoll. Also ich lasse mich mal noch töten. Baumeister, los, kämpft mit euren Fäusten! Oh, verdammt, solche Idioten. Ah, nein! Seid ihr dumm, hättet ihr euch nicht umbringen lassen, wärt ihr nicht gestorben. Okay. Dann Pause. Und wir starten das Ganze jetzt neu. Weil ich denke nicht, dass Also mein erster Ansatzpunkt ist auf jeden Fall, wir bauen den Kornspeicher anders. Wir bauen den Kornspeicher anders. Das ist mein erster Ansatzpunkt. Und so will ich das. So will ich das machen. Okay, also Zeit läuft ab jetzt. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Wir rücken aus. Womit kann ich dienen? Ich frag mich, ja gut, die Baumeister kann man natürlich ganz gut verwenden zum. Ich glaube, Snowball war nicht so optimal da wieder von mir. Ich glaube, da haben wir wieder zu viele Einheiten verloren. Das war wieder irgendwie nicht so optimal. Aber es geht noch. Ich habe da auch mal zwischendurch einen Anlauf gestartet, da habe ich fast alle Nahkämpfe verloren. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn hier passiert? Scheiße. So. Die Baumeister führe ich schon mal direkt in die Burg rein. Denn ich glaube, die brauchen wir. Kann ich vielleicht schon die Truppe, die Burg übernehmen, bevor wir schon drin sind? Dann schicke ich die Baumeister schon mal rein. Die können ja direkt dort unten Belagerungsgeräte bauen. Das wäre der nächste Ansatzpunkt, den ich hätte. Ganz ehrlich. Die Badiere schicke ich auch schon mal rein. Womit kann ich die? Eure Befehle? Rücken aus, bin zur Stelle. Euren Wunsch. Das war irgendwie auch nicht so geil. Der Marsch mit uns. Was habt ihr vor? Das sind nur die Lanzenträger, das hätte eigentlich verlustvoll nur mit dem Bogenschützen. Der Feind ist bezwungen. So, rein.
In Ordnung. Rein. Jetzt als erstes. Bauen wir Belagerungsgeräte. Belagerungsgeräte bemannt. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Mein Bogen ist. Nein, oh mein Gott. So, dann hier auf jeden Fall. Wenn es mal schnell gehen soll. Sachen bedienen. Jetzt. Eine Botschaft der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Kornspeicher hier unten. Es wäre so egal gewesen in dem Moment. Es musste schnell gehen. Ich war in Panik. Dann direkt eine fette Nahrungsproduktion da unten hinsetzen. Okay. Die Bogenschützen. Sind auf dem Weg. Nein, was ist hier los? Hallo? Hey, was ist hier los? Wieso haben die das nicht besetzt? Was ist da los? Das ist mir aber auch schon einige Male aufgefallen, ich weiß, dass, hier dass die Baumeister nicht gescheit die Geräte besetzen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja, es liegt daran, also wenn die neben dem Belagerungsding dann sitzen und das Ding nicht besetzen, dann liegt es, glaube ich, meistens daran, dass da zu viele Truppen drumherum stehen. Und wenn du erst, wenn du die Truppen wegschickst, dann machen die das erst so, als ob da quasi kein Platz wäre, um an das Gerät zu kommen. So, ich glaube, so ungefähr ist es gemeint. Finde ich auch unnötig. Aber gut, ich beschwere mich halt auch immer darüber, dass die Einheiten so ineinander klippen, wie zum Beispiel bei Crusader 2 oder so, dass die halt ineinander stehen, teilweise, oder wie bei Stronghold 2, so, das finde ich halt auch kacke, und dann rege ich mich darüber auf, dass es dann auch, finde ich, so, nein, komisch. Auf jeden Fall Rambazamba sein wird. Oh Gott, diese Bogenschützen, die müssen unbedingt hier hoch. Beliebtheit sinkt, ich weiß, aber was will ich tun? Okay. Ich muss mich gerade schwer konzentrieren. Die Mühle da hinten, die ist auch so. Ich denke, ich habe jetzt schon einen besseren Start hingelegt als vorher. Jetzt haben wir auch noch mehr Belagerungsgeräte hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall besseren Nahrungszufluss. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, ich weiß. Holz. Ganz viel. So viel wie möglich. Hätte ich mir auch total sparen können, weil ich wusste, dass die ja eh zerstört werden. Das war total gewastet. Die Baumeister können mal runter. Boah, von Katapult zermatscht. Okay. Oh, da kommen welche die Leitern hoch gerade. Ja, ich hab's gesehen. Shit. Habe ich Steine für einen weiteren Turm? Ja. Ihr könnt das Mist nicht dort platzieren, my Lord. Jetzt hätte ich gesagt, ich baue da noch einen Turm hin. Oh nein, das ist bitter. Gefühlt lief das eigentlich sogar noch schlechter als beim allerersten Versuch. Habe ich so das Gefühl. Okay, ja, stoß die Leitern weg. So gut es geht. Nein. Okay, komm mal hier hin. Ja, die werden jetzt hier wirklich durchkommen. Ey, scheiß die Wand, Mann. Boah, das war schon ultra viel Damage, also da bleibt echt nicht viel über. Ich meine, jetzt wo die Nahrung vielleicht ein bisschen besser platziert ist, wird es vielleicht auch ein bisschen ruhiger werden. Oh, heiliges Blechle. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es auch nicht gerade wirklich besser aussieht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ah, Gelände zu nehmen oder was? Okay. Jetzt können die nicht raus. Ja, aber die anderen können von der anderen Seite auch nicht daran langen, ne? Also das ist auch nicht schlecht. Mehr Ballisten. Okay. Boah, da jetzt. Ich meine, gut, die Katapulte können jetzt eh nicht mehr schießen. Das ist jetzt durch das Thema. Was wünscht ihr? Hi. Geh rein mit euch. Genau, es kommen ja gleich noch Verstärkungen. Wo rennst denn du hin? Bist du eigentlich völlig deppert? Die können ja nicht durch. Synchron beinahe. Ich wusste jetzt halt auch nicht so genau, was die da jetzt machen irgendwie gerade. Aber es ist, wie gesagt, schon 2 Wochen her die Aufnahmen, deshalb auch ein bisschen verwirrt gerade. So, deshalb. Na dann hier Stellung halten. Okay. Die Streitkolbenkämpfer sind soweit weg.
Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Gott, wieder die Abgabestelle. Oh mein Gott. Ich habe das wieder völlig verkackt. So. Na gut, der Teil kommt jetzt geringfügig, aber danach kommt ja noch ein Angriff, glaube ich. Danach ist jetzt nicht Ruhe, sondern da kommt ja wirklich direkt noch ein Angriff. Und dann... Diesmal sind sogar noch weniger Pikiniere da als beim letzten Mal. Die haben ja auch ein bisschen Luft geschafft immer bei der Verteidigung. Ja, ich neige halt immer dazu, die Pikiniere auf dem Bergfried zu halten. Für den Fall der Fälle, so wenn dann wirklich alles durchkommt, weißt du? Deshalb habe ich die da jetzt noch auf dem Bergfried meistens stehen. Ja, aber weniger, wo sie stehen, sondern es sind sogar noch weniger. Letztens waren da fast 20 Stück da, jetzt sind es ja nicht mal 10. Ja, stimmt, das ist recht. Ja, da habe ich irgendwie, also der Anfang war auch alles andere als optimal. Zur Stelle. Bogenschützen bereit. Eure Beliebtheit sinkt. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wie sieht's mit Mehl aus? Dürftig. So, habe ich Geld? Okay. Ihr habt nicht genügend unsere Lebensmittelvorräte. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich geh mal kurz mit den Steuern runter. In Ordnung. Eure Landschaft. Ich glaube, die dazu behalten, die Pikiniere. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Ja. Also da ist jetzt zumindest erstmal zu. Da kommt nicht der Nächste. Weil sie rollen so ein bisschen Geröll aufeinander, damit es ein bisschen höher ist als ein Mann. So, tja. Ja, sieht ja ganz gut aus, oder? Gefahr, my lord. Aber das kam ja dann hier vorne, das Gewaltige, her. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, natürlich jetzt auch noch Nahrungsdiebstahl. Perfekt. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Simon. Das hat gerade gut gepasst, so die... Wie die Lebensmittel rausgeklaut wurden und da steht immer noch so da, was für ein Held, nun, ich habe eine Überraschung für euch. Die Schlange geht höchstpersönlich den Kornspeicher und klaut so die Sachen. Wie cool wäre das mal bitte so als Feature, wenn du quasi bei Stronghold Crusader so eine Karte ausspielen könntest, der klaut Nahrung aus dem Kornspeicher, so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, um quasi einen Beliebtheitsmalus in der gegnerischen Burg irgendwie zu erwirken. Das wäre eine coole Idee für sowas wie, ich meine, in Stronghold 2 gab es ja die Diebe, die man ausbilden konnte. Solche, so Spezialeinheiten. Dass man sagen kann, man kann damit sagen, okay, wenn du sie zum Kornspeicher schickst, klauen die ein bisschen Nahrung. Wenn die zur Schatzkammer schickst, klauen sie Geld. Genau. Wenn du zur Waffenkammer schickst, nehmen die vielleicht sogar ein bisschen Waffen mit sich. Oha, krass. So solche Ideen. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, stimmt. Puh, also. Ja, Firefly, könnt ihr da mal reinpatchen, ne? Ja, easy. Für Fragen schreibt uns nochmal an. So. Jetzt Bezahlung wisst ihr wohin. Genau, richtig. Wie immer. Ja, wie immer. Ich bin gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich besser ist. Ist das jetzt wirklich besser? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Truppen der Schlange greifen an. Wirklich, ach du Scheiße. Der Angriff kommt ja wirklich, während der erste noch läuft. Das ist ja wirklich insane. Hat das denn überhaupt jemand getestet? Ich glaube nicht. Wie viele freie Baumeister habe ich gerade? Ein bloß, Mist. Ah ja, Verstärkung. Spawnt da in der Pampa. Den nehme ich doch mal mit. Die Armbrustschützen, die schicke ich rein. Wie die jetzt auch alle vor den Türmen stehen. Ja, es stimmt, doch, habe ich jetzt hier auch, sehe ich jetzt auch gerade. Ich dachte eigentlich, dass es bei mir nicht der Fall war, aber so ein paar Einzelne machen es tatsächlich dann doch. Tja. Unangenehm, würde ich sagen. Also Theo, den bei Helms Klamm so sieht, einfach so, wie die ganze Schlucht voller Uruks ist. Und er dreht sich so zu Hammer um. Tja, unangenehm, würde ich sagen. Müssen wir mal machen. Die gesamte Schlacht von Helms Klamm mit Voice-Overn, sowohl von Utwin als auch von Kurga. Einfach zur aktuellen Situation. Oh mein Gott. Wenn das irgendeiner von euch machen will oder euch dazu berufen fühlt, macht das bitte. Ich reagiere auch darauf. Das wäre so geil, wirklich. So. Die Armbrustschützen, vielleicht lasse ich die doch mal hier vorne. Oh, um Gottes Willen, ja, okay. Entschuldigung, aber ich muss mal unterbrechen. Bei der Schlacht von Helms Klamm gibt es ja am Ende noch die Szene, wo Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Theoden und Eomer dann so auf so eine Böschung da reiten und dann so Richtung Mordor gucken und Gandalf irgendwas sagt.
Und dann müsste man da einfach deine Line einfügen. Ja, hat man doch geschafft, war Kinderleistung, wa? Das wäre viel zu geil, Mann. Du müsst auch die Szene nehmen, wo Denethor vor mir das Tier jetzt so rausrennt und die Riesenarmee da sieht einfach. Ne? Das auch so einen Spruch einblenden von dir oder von mir, wenn viele Gegner kommen oder so. Oder was auch geil wäre. Alter, hat das überhaupt jemand getestet? Sehr perfekt. Oder der rennt gerade zu der Bröschung, wo der brennt, hinrennt und runterspringt und du hörst dann einfach so, yeah, boy. Yeah. So, das wird immer langsam, weil es immer outfadet. Oh Mann, ey. Was ihr? Das ist einfach Herr der Ringe Meme Edition. Ja, das ist halt so geil. Die Pferde sind gesattelt. Ach ja, genau. Die Treppen. Nein. Ich kann's nicht mehr. Oh nein, ich hätte die Treppen abreißen müssen. Oh nein, das habe ich nicht getan. Ja, das ist jetzt. Oh nein. Das sieht wirklich schlimmer aus als beim ersten Mal. Das sieht wirklich schlimmer aus. Das ist wirklich for real. Nicht abgerissen. Oh, das ist jetzt ein großes Problem. Ich meine, mehr als jetzt hier dabei zugucken, wie jetzt hier gekämpft wird, kann ich ja gerade eh nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein ich hätte innen drin noch was bauen müssen. Eure Befehle? Haltet mal hier das meiste bitte auf. Gott, die Truppe ist weg. Gut, die Armbrustschützen hier, die machen ja, können ja, glaube ich, einen ganz guten Job machen. Oh Gott. Autsch. Ja. So wie das sich auch hin, so wirklich, als wärst du so direkt in den Unterleib gegangen, ja, Stein. Ja. So. Oh. Erstmal das Becken komplett zerfetzt. Einfach. Diese Sniper-Katapulte, ey. Richtig schlimm. Da müsste man auch so eine Mortal Kombat X-Ray-Aufnahme machen, wenn der Stein so ankommt. So. Oh, Fatality. Ja. Aber gut, ich meine, diesmal konnten die Streitkolbenkämpfer nicht auf die Mauer hoch. Das war beim letzten Mal auf jeden Fall deutlich schlechter. Die da oben, die jetzt gerade so angerannt haben. Hold my Bier. Say again, what did you say? Hold my Mace. Hold my Mace. Es lief jetzt echt viel besser. Hold my Hühnerfutter. Haben wir Mehl? Ja, 11 Mehl ist noch da. Gut, also Mehlressourcen sind am Start. Das ging mir tatsächlich auch schon durch den Kopf. Holt mal Hühnerfutter. Das wird noch nicht gesagt. Ja. Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Okay, die werden jetzt weggesniped. Ich glaube, die Ballisten, die ich zu Beginn gebaut habe, die konnten jetzt einiges retten. Oder ein bisschen was retten zumindest. Das hier ist auch echt mies da. Ich könnte jetzt halt echt versuchen, hier innen drin halt nochmal für Getreide zu sorgen. So, ich habe jetzt mal die Aufgänge hier mal weggenommen. Damit man da nicht mehr hochkommt, so einfach. Musste jetzt sein. Das musste jetzt sein. Das Schlimme ist, es hört auch einfach nicht auf, mehr zu werden, was Gegner angeht. Ne? Du denkst, du hast das jetzt langsam abgewehrt, du kommst einfach die nächsten 200 ja. Leute rein. Ein Angriffswelle nach der nächsten. Ja. Ich meine, es sind zwar nur Lanzenträger, aber auch mit einem Mix mit den Streitkolbenkämpfern und Pikenieren ist schon eklig. Gerade wenn du halt auf Dauer so gar keine Wirtschaft so mal etablieren kannst, so langsam. Ich meine, das jetzt mit dem Kornspeicher, das ging jetzt einigermaßen, aber trotzdem. Ja, sind auf dem Weg. Geld. Bin zur Stelle. Truppen. Mein Bogen ist teuer. Mein Herr, in Bewegung. Rücken aus. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Oh nein, weißt du, was ich sehe? Hm? Guck dir mal an, wo die Bäcker langlaufen. Oh, stimmt. Zieh dir das mal rein. Das geht ja gar nicht klar. Moment mal. Ja, die laufen hinten rum, um abzugeben. Warum? Vorne und an der Seite ist doch Platz. Wundert mich jetzt auch. Normalerweise geben die immer unten links ab. Ja, dann und wenn die Stelle auch weg ist, dann gehen die woanders hin. Aber so? Mein Herr, in Bewegung. Digga. Hätte ich das gesehen in dem Moment, wäre ich da auch. Das ist ja echt wild. Okay, naja. Ja, woran hat's gelegen? Boah, ich hab mal die Uhr gelegen. Was haben sie am Stuhl? Zigaretten. Hoffe. Ja, okay, ich weiß noch nicht, mal sehen. Ich glaube, es sieht trotzdem besser aus als im ersten Anlauf. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch die Nahrung viel besser reinkommt,
ist es jetzt, glaube ich, ein sehr viel besserer Run oder ein sehr viel besserer Versuch, den ich jetzt hier habe. Ich mache mal ein bisschen Hopfen. Ich weiß nicht, vielleicht will Otwin mit Bier arbeiten, aber ich glaube, Nahrung war jetzt erstmal wichtiger. Ich glaube, dazu ist nicht mal die Zeit, an Bier zu denken. Mm, das ist echt bei der Mission. Hier oben. Hm. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich versuche mal, oben die Waffenproduktion hinzusetzen. Ja, die sollen ruhig rankommen. Die werden jetzt abgeschossen. Zur Stelle. Vorwärts. Komm, dann ziehe ich euch mal zurück. Bin zur Stelle. Bin auf dem Weg. Achtung. Und los. Ja. Hier die Truppen hier oben zu haben, die Armbrustschützen, das ist schon wichtig. Abgabestelle da oben. Zum dritten Mal gebaut, zum dritten Mal diese bescheuerte Abgabestelle da oben gehabt, ey. Die ist so schrecklich, wirklich. Aber wie du den Ochsen auch trotzdem unten platziert hast, ne? Ja. Dass er noch extra lange laufen muss da. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser wird. Die Abgabestelle okay. Kommt schon zu dem rüber, das ja, passt genau. Schon. Die traut sich nur im Moment gerade ja. Nicht so. Bogenschützen bereit. Die kann nicht, wenn jemand zuschaut. Ja, genau. Puh, tja. Gut, vielleicht haben wir jetzt trotzdem eine bessere Basis irgendwie. Können wir eigentlich Feuerfallen legen? Ja, wir könnten Feuer machen. Ich mach mal hier und hier mal so ein bisschen. Feuerfallen. Einfach just for, es geht ja irgendwie. Aber die anderen 5 Pech. Hatte ich das gar nicht gesehen, weil ich dachte fast, ich war der Erste, der auf die Idee mit dem Pech gekommen ist. Aber nee, du hast es vorher schon mal gemacht. Ja, ich hab's nicht an der Ecke vorne gemacht, wo die halt alle immer lang liefen. Das auf die Idee bist du dann, glaube ich, gekommen. Das hast du ja wahrscheinlich gesehen, dass ich irgendwann einfach analysiert habe, wo ja, die meistens lang laufen am ehesten und genau. Dann dort immer die Feuerfallen gelegt habe. Ich glaube, anders geht's ja doch gar nicht so richtig. Verkaufe ich jetzt mal. Ihr habt nicht genügend. So, jetzt Gold. Könnten wir wirklich hergehen und sagen. Wir reparieren jetzt hier zumindest mal einen Doppelwall. Wir machen jetzt hier zumindest mal wieder Vorräte sind sehr knapp, Sire. Sowas wie eine Zinne hin. Das wäre ja mal ein Anfang. Alter, der Turm, der stürzt gleich ein. Ja, wir bauen erstmal eine Mauer hier. Mein Bogen ist euer. In Bewegung, mein Herr. Tja. Ich weiß nicht, von wo der nächste Angriff kommt. Das ist jetzt auch nochmal ein Problem. Ich kann auch nicht mehr reparieren oder so, ne? Das Tor könnte ich reparieren. Der Turm ist wir fast haben hinüber. Nicht genügend Steine, my Lord. Den könnte ich nochmal reparieren. Den kann ich nochmal reparieren. Das sieht gut aus soweit. Okay. Eure Befehle? Tja, jetzt hoffe ich, die Nahrungsproduktion sollte jetzt trotzdem. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Das hat mir Faust aufs Auge gepasst. Das ist einfach Comedy-Timing, ey. Das ist wirklich. Ich wollte gerade sagen, die Nahrungsproduktion sollte aber trotzdem deutlich besser jetzt ausfallen. Wenn die Leute jetzt die Treppe hoch wollen, müssen die einmal den gesamten Weg da außen rum. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Deswegen nur, dass die Arbeiter besser an ihre Arbeitsstellen kommen. Also ich glaube, da habe ich jetzt eine bessere Basis hier unten geschaffen. Das geht jetzt, glaube ich, sollte jetzt ein bisschen besser gehen. Irgendwas ist hier noch angeschlagen. Das Ding ist noch angeschlagen. Und das Ding auch. So, okay. Bin zur Stelle. Rücken aus. Tja. Ich bündel das mal hier vorne, vielleicht ist das irgendwie sinnvoller gerade. Bisschen punktueller setzen. Wir haben jetzt hier oben noch eine zusätzliche Balliste. Vielleicht hilft das auch nochmal was. Ich baue jetzt noch eine zusätzliche Bogenproduktion. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und stopp. So, das war meine Zeit. Achso, ich laber hier noch irgendwie gefühlt 2 Minuten. Was sage ich denn da noch? Also, puh, weiß ich nicht. Gucken wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Was laber ich denn die ganze Zeit? Machst du weiter? Oh, weiß ich nicht. Funktioniert. Mit dem jetzigen Aufbau. Ich glaube aber, dass ich die Nahrung deutlich besser optimiert habe jetzt. Hier kommt jetzt ordentlich. Ist fast leer, Digga. Getreide rein, Mehl wird jetzt ordentlich gebacken, Brot sollte jetzt richtig gut durchgehen. Also, das Mehl sollte jetzt eigentlich gebacken. Funktionieren. Tatsächlich der Fluss. Ich kann mir vorstellen, wie jemand hergeht, so ein Bündel Getreide in den Ofen wirft und dann so einen Sack Mehl rausholt nach so einer Stunde. Das wäre voll geil, wenn das gehen würde, ey. So Popcorn-Style so ein bisschen. Ja. Teilt wirklich die Map gut. Also eigentlich können die hier nicht langkommen. Erst wenn der Angriff
Fuck! Mach, warte. Ja. Der ganze Tisch geht mit. Okay. Vielleicht machst du die Armlehne vielleicht rechts. Genau, mach die einfach mal runter. Drück drauf und dann runter, genau. Ah, ja, perfekt. So ist besser. Ja. Ja, lass ich einfach drin, professionell. Nee, wirklich. Genau. Also der hintere Teil ist eigentlich wirklich safe, muss man sagen. Dieser Teil hier ist echt safe. Also der würde nur dann beschädigt werden, wenn die einmal außen rum gehen. Dann ist der Teil hier hinten gefährdet. Aber durch den Fluss ist das hier wirklich geschützt. Also ich hoffe jetzt echt, dass die Nahrungsproduktion da jetzt gut anläuft, dass sie gut reinbuttert. Ich habe, glaube ich, schon Steuern eingestellt. Ich hoffe, dass die Basis jetzt besser aussieht für Utwin. Zwei Bogner habe ich nochmal gebaut. Der Steinbruch, weiß ich nicht, ob der was bringt. Eisen müsste Utwin jetzt als nächstes vielleicht loslegen und dann gucken wir mal, wie es truppentechnisch aussieht. Ich glaube, wir dürfen ja alles ausbilden. Nee, dürfen wir tatsächlich nicht. Wir können nur Bogenschützenlanzenträger, Piken und Ritter. Ritter. Also gut, Pikeniere und Bogenschützen werden es dann wahrscheinlich werden, diese Mission. Gut, gucken wir mal. Ich glaube, der Safe, der wäre nicht mehr rettbar gewesen. Lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Check die nächste Folge bei Utwin ab auf dem Kanal. Ich werde ihm jetzt den Safe übergeben und dann gucken wir einfach mal, ob der Aufbau jetzt besser funktioniert und Utwin damit vielleicht ein bisschen besser arbeiten kann. Werden wir mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Alles klar. Dann, ja, Koga hat eine ganze Einkaufsliste hinterlassen von Sachen, die man so wirtschaftlich machen kann. Währenddessen wahrscheinlich Kamera zu mir rüber, wie ich einfach so in der Gegnermasse bin, wo es noch so die Hand rausguckt. So. So überall brennt alles wieder. Ja, würde ich mal sagen, wie es weitergeht, wie ich jetzt weitermache, sehen wir dann bei Folge 9. Wieder auf Kogas Kanal. Es ist total verwirrend im Sinne von, ja, wir sehen dann wieder meine Perspektive auf Kogas Kanal, aber irgendwie, ihr wisst schon, was gemeint ist. Ihr seht sowieso alles in der Playlist, alles sortiert. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Ciao.